So, und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 18. Spielerkarriere mit Paul und wir sehen hier den DFB-Pokal, die dritte Runde und es ist ja einiges passiert. Nämlich Bielefeld hat Nürnberg besiegt, okay. Freiburg hat gegen Köln verloren, okay. Gladbach besiegt Mainz, ja. Wolfsburg besiegt Berlin, okay. Ja, Leverkusen besiegt Augsburg. Warte mal, die haben ein Achtelfinale überlebt. Hannover besiegt Dortmund. Erfurt besiegt Karlsruhe und Schalke schlachtet Ingolstadt ab. Das heißt, Köln spielt gegen Wolfsburg, Schalke spielt gegen Gladbach, Hannover gegen Bielefeld und Erfurt gegen Leverkusen. Oh nein, Leverkusen gegen ein Drittliges. Das hat ja schon gegen Lotte nicht funktioniert. Ich bin ein schlechter Mensch. So, wir gucken mal kurz, ob jetzt hier vielleicht in der dritten Liga sich irgendwas geändert hat. Absolut nichts. Super. Dann gucken wir halt auf die erste und zweite Liga. Bayern ist erster, Dortmund ist zweiter. Tut mir leid, das war die erste Liga. Okay. Dann gehen wir mal zu unserem Spiel gegen Duisburg. Das dürfen wir nämlich auch nicht spielen. Aber die Rückrunde. In der Rückrunde dürfen wir es. Und Lukas Hinterseher. Von dem her hoffe ich mir heute das ein oder andere Tor, denn gegen St. Pauli war es ja sehr enttäuschend, weshalb wir dann 0-1 mit 0-1 verloren haben am Ende. Also, vorne lief nichts, hinten bekamen wir dann mit rein. Und ja, das wollen wir natürlich ändern. Das wollen wir natürlich ändern, wollen wir verhindern und wollen wir besser machen. 19. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Und mal sehen, ob wir hier gegen Duisburg ein schönes Ergebnis hier uns einheimsen können. Also man merkt auf jeden Fall, dass Duisburg deutlich aggressiver spielt als die Hamburger. Jetzt stand er im Abseits. Tja, so ein Freistoß für Fabian. Vilakazi! Hinterseher stand nicht im Abseits. Ich weiß ja nicht, warum er dann nicht durchgelaufen ist. Ja, er muss es einfach nur mal an sich selbst glauben, der Junge. Also so langsam ist er jetzt nicht. Moritz Stoppelkamp auf Poggenberg. Ja, kein Problem. Also jetzt mal wirklich. Das ist wirklich kein Problem gewesen für Paul. Der wirft den Ball auch weit weg. Fabian. Und ja, wir sind auf Platz 1 mit 4 Punkten Vorsprung. Und anscheinend haben die anderen jetzt auch gespielt. Das ist doch mal super. Jetzt sind wir alle mal gleich. Und da steht es 1-0 für Duisburg. Das war sehr schlecht gemacht von mir. Aber naja, wenn man da halt da nicht hinkommt, ja, die Verteidiger kamen nicht mehr hinterher. Und ja, die Reaktion, die fehlte einfach. Barrios macht das 1-0. Und wir gehen weiterhin hier in Rückstand. Also, ja. Genauso wie in der Hinrunde funktioniert es gegen die ersten zwei Gegner einfach gar nicht. Also gegen Duisburg und St. Pauli. Stöger. Ja, Hinterseher. Natürlich, auch wenn wir hier das Spiel verlieren sollten, wir bleiben natürlich Erster, aber unser Vorsprung ist halt hinüber. Also da müssen wir uns wieder einiges erkämpfen. Vilakazi.
Ja, Baudry. Ich weiß auch nicht, warum dieser Baudry spielt. Warum spielt Tesche nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Hinterseher. Ah, und dann. Ah. Oh, warte, was? Knackball, okay. Ja, so wird das nichts, Mann. Fröder auf Poggenberg. Stoppelkamp. Ja, Baudry. Vilakazi, Hinterseher. Also, Hinterseher ist einfach nicht mehr der, der vorher war. Also, nee. Seit der Rückrunde läuft es einfach nicht bei ihm. Ja, Stoppel. Nee, Barrios. Ja, komm, gib mir den Ball. Ist ein Abstoß. Müssen wir beide. Hinterseher. Baudry. Sydney Sam. Vilakazi. Hinterseher. 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 Hinterseher trifft wieder. So muss es sein. Lukas Hinterseher. Ich mache mein Fenster zu. Hinterseher macht das Tor. So muss es sein. Elf Tore, 27. Minute, perfekt. Also man muss ihn einfach nur kritisieren. Jetzt weiß ich, wie er wieder trifft. Wenn er mal nicht treffen sollte. Dann einfach kritisieren und dann denken sie sich so, nee. Also kritisieren lasse ich mich erstmal hier gar nicht. Es bleibt ja alles so, wie es ist. Und deswegen mein Tor. Weil war ja vorher so, ne? Ja. Macht mir ein bisschen da Angst. Und das auch zu Recht. Weil er da in die Mitte gegeben wollte. Ach nee, er wollte den Ball um mich rumspielen. Was ein frecher Junge. Ja, nee, da gehe ich nicht hin, denn den hätte ich nicht gehabt. Ja, Stöger. Vilakazi. Stöger! Schade. Hinterseher bekam dann nicht wirklich den Ball. Poggenberg. Poggenberg. Klotz. Und jetzt auf Moritz Stoppelkamp. Barrios! Nee. Aber Bochum, Bochum sage ich schon, Duisburg ist schon ja, ein besserer Gegner als Pauli. Pauli hat ja gar nichts gemacht und hatte dann einfach nur am Ende Glück, dass sie einen guten Schuss hatten. Und dass wir gar nichts gemacht haben. Ja, und hier erkämpft sich auch Duisburg sehr, sehr viel. Deswegen müssen wir ja auch darauf aufpassen, zum Beispiel auf so welche Aktion. Okay, da gehe ich wieder hin. Paul hat den Ball. Zu dem wollte ich nicht. Aber Stöger macht's klasse. Er bereinigt meinen Fehler. Während kein Fehler war, aber sagen wir es war, er ist ein Fehler. Ja, Kevin Stöger! Ja, zu nah am Keeper. Und ja,
Damit ertönt auch der Halbzeitpfiff. 1:1 hier geht's in die Halbzeitpause. Und ja, wir sind von dem Ballbesitz her die bessere Mannschaft, aber von den Schüssen, also von den Spielanteilen, ist es eher Duisburg. Da müssen wir in der zweiten Hälfte auf jeden Fall nachlegen und ja, wir haben ja das Personal dafür. Bis jetzt hatten wir Glück, dass der einzige Schuss von uns hier reinging und das ist halt genauso wie bei St. Pauli. Die hatten einen guten Schuss und der ging auch rein. So. Fabian. Baudry, wie auch immer. Der Müller zu Muskron. Okay. Warum wird mir das angezeigt? Ich kenne diesen Müller nicht, wahrscheinlich ein Dresdner. Und es ist mir völlig egal. Könnt ihr mal News zu unserem Verein hier mal anzeigen? Ja, Hinterseher, Stöger, der macht das gut. Ja, wieder Kasi Hinterseher. Sam. Und Flecken. Schade, schade, es hat nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ja, Barrios. Eieiei. Da müssen wir echt aufpassen. Poggenberg auf Fröde, Stoppelkamp. Poggenberg. Fröde, wieder auf Stoppelkamp. Sehr gut gemacht vom Verteidiger. Und Hinterseher. Nee. Gibt jetzt hier den Freistoß und die gelbe Karte für Fröde. Wegen... Ja. Schieben? Okay, Tim Al-Butat geht runter und für ihn ja, erstmal hier gucken, vielleicht wird das hier was, Hinterseher. Für ihn kam natürlich Schnellart. Ja, wird hier erstmal nichts, aber Bochum drängt hier weiter Duisburg. Fabian und Barrios. So, der Ball muss erstmal weg. Sydney Sam. Ach, schade. Stoppelkamp. Schröde. Poggenberg. So, Hinterseher. Nee, Schnellart macht das gut. Also, da lässt er nichts anbrennen. Hinterseher, nee. Stoppelkamp. Und jetzt gibt's hier erstmal einen Wechsel. Robert Tesche darf wieder aufs Feld. Christian Gartner kommt hier für den gelbverwarnten Lukas Fröde. Und Robert Tesche darf wenigstens ja, 20 Minuten hier spielen. Natürlich darf er es auch nicht übertreiben, denn er ist noch leicht angeschlagen. Man will ja nichts überstürzen. Sydney Sam.
Ja, der Ball wird jetzt durchgesteckt hier, Sydney Sam. Auf Hinterseer, nee, Nauber. Robert Tesche macht's gut. Sydney Sam auf Hinterseer. Sydney Sam, nee, es funktioniert einfach nicht. Duisburg ist da einfach zu gut. Stöger. Ja, Stöger jetzt. Oh nein. Es bleibt weiterhin dabei. Es funktioniert einfach nicht. Schnellart. Oh, und Paul macht das klasse. Er macht's klasse und jetzt vielleicht die Gelegenheit für uns. Ja, Hinterseer war nicht im Abseits. Oh, und die Flanke, ja, ja, schon fast ein Schuss. Also da muss man echt dran arbeiten. Stöger. Nein, Villacasi hätte da hingehen müssen. Ja, 88 Minuten gespielt. Noch 2 Minuten und dann gibt es noch eine bestimmte Anzahl an Nachspielzeit. Stoppelkampf. Barrios und... Oh, Paul! Der macht's gut, aber wir fahren noch nicht bereinigt. Und, nee. Der geht am Kasten vorbei. Meine Güte. Gianni Otas kommt hier für Sydney Sam. Wie viele Minuten gibt's drauf? Es gibt... 2 Minuten. 2 Minuten für Bochum, noch was zu machen. Und hier im Bochumer Stadion feiern jetzt hier, oder feuern hier eher die Fans ihre Mannschaft nochmal an. Hinterseer, Hinterseer! Spiel rüber, Stöger, nein! Warum schießt du nicht selbst? Es bleibt beim 1:1. Und das ist deutlich zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Da hätte Hinterseer selbst schießen müssen. Da gibt es keine Entschuldigung für. Meine Güte, ey. Meine Güte. Ja, ja. Ja, ja. Und dann hoffen wir einfach mal, dass... die anderen Teams nicht uns hier davonlaufen. Also, ne? Oder eher uns noch näher kommen. Nee, Darmstadt hat verloren gegen St. Pauli. Diese Ironie. Das heißt, wenn Köln gewinnt, und Köln muss gegen Paderborn, also gewinnt Köln, dann ist Köln auf Platz 2. Wir sollten langsam mal wieder gewinnen. Also gegen Bielefeld sollte ein Sieg drin sein. Hoffentlich. Mal sehen. So. Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Part wieder. Beim Spiel dann gegen Bielefeld. Bis dann, haut rein und tschüss.